Henrik, der letzte Tag in Australien. Wir haben noch mal richtig schönes Wetter für dich aufgelegt. Möchtest du wirklich zurückfliegen? Ich möchte nicht, ich muss. Nein, es ist wirklich toll hier. Es ist aber irgendwie auch was Unwirkliches, verstehst du? Das ist so botanischer Garten Sydney. Das könnte Rheinufer in Köln auch sein, nur ist es hier gepflegt. Könnte auch der englische Garten in München sein. Ja, ja, aber dann da gibt es nur Nackte. Nee, haben wir hier nicht. Das habt ihr hier nicht. Sind die Australier hier ein bisschen cooler im Ganzen? Also ich würde nicht ganz nackt in die öffentliche Sauna gehen. Ich auch nicht. Ich würde gar nicht in eine Sauna gehen. Ich liebe Sauna. Eine Sauna ist schrecklich. Nein. Aber das gibt es hier nicht. Also Sauna kommt bei mir gleich nach dem Oktoberfest. Wirklich, ich war weder dort noch dort. Also wir haben FKK-Strände. Es gibt einen im Hafenbecken selbst. Für Männer oder für Frauen? Die sind gemischt, soweit ich weiß sogar. Aha. Und zwar, wenn man die Hafenausfahrt rausfährt, das kann man jetzt hier nicht sehen, da gibt es einen, der ist schön in eine Bucht eingefasst, man kann es praktisch von außen nicht sehen. Und da darf man noch nackt schwimmen. Gehst du da hin? Nein, ich gehe immer oben drüber, weil ich spazieren gehe. Was wir jetzt natürlich noch sagen müssen, wo wir sind. Wir sind im Botanischen Garten mitten in Sydney. Wir sind ungefähr 300 Meter vom Finanzzentrum Sydneys entfernt und es ist sauruhig. Man hört nichts außer ein paar Vögel. Wir warten noch auf den ersten Kakadu. Kakadu, ja. Aber Ibisse haben wir gesehen. Wir sind ja wegen der Kakadus hergekommen. Ja. Und die Ibisse, sagst du, die leben dort, wo McDonald's ist, ne? Ja, die Ibisse, das muss man auch erklären, die haben so einen schönen Schnabel, der geht so schön gebogen runter, ist ungefähr 15, 20 cm lang. Und befähigt diese Ibisse natürlich auf jeden Fall nach Müll zu suchen und deswegen findet man sie immer im Umkreis von 200 Metern um McDonald's in jedem australischen Ort. Man braucht eigentlich, wenn man diese Ibisse hat, braucht man keine Müllabfuhr mehr, oder? Nein, man braucht auch keine Stadtkarten mehr, man weiß genau, wo die Fastfood-Autos sind. In Indien sind es ja die Kühe, die haben auch keine Müllabfuhr, weil die Kühe alles auffressen. Ja, aber der Unterschied ist natürlich, dass die Ibisse hier nicht heilig sind, sondern die Sydneyser, die hassen die Ibisse mit. Ja? Ja, ja. Und wie kommt es, dass die Ibisse, abgesehen von rund um McDonald's, sich in diesem Garten hier orientieren? Sie mögen keinen Stadtverkehr? Oder? Nein, sie mögen Stadtverkehr auf jeden Fall. Die findest du überall in Sydney, in der Innenstadt. Ja, ja. Die sind nicht geschützt und sowas. Ich hoffe nicht. Also, ja. Die sind dreckig. Ich habe noch keinen Sydneyser gefunden, der Ibisse war. Ja. Gibt es sowas wie Naturschutz in Australien? Gibt es, ganz erstaunlich. Zum Beispiel diese Possums, die du bei uns im Garten gesehen hast, die sind geschützt, obwohl die ziemlich nervig sein können. Denn diese Possums haben die Angewohnheit, dass sie unter die Dächer krabbeln und dann einen riesen Radau machen. Natürlich auch ihre Fäkalien dort hinterlassen und ansonsten dich am Schlafen hindern. Aber die darf man eben leider nicht abschießen. Die sind richtig geschützt, weil sie so viele sind und so wenige? Die sind geschützt, weil sie ein putziges Beuteltier sind und Touristen würde ich erfreuen. Ich glaube, die werden irgendwie vom Tourismusministerium in die Freiheit gelassen. Und Kängurus, ich habe erst ein Känguru hier gesehen, nein, zwei. In Kulum haben wir zwei Kängurus gesehen. In der Stadt gibt es keine. Nein, ich würde mich sehr wundern. Ja. Nee, nee, also Kängurus in Sydney eigentlich nur in den Wildlife Parks. Ja. Auch Koalas hast du in Sydney eigentlich nicht. Die hast du auch nur in Wildlife Park. Wir haben hier dieses riesige Gebiet der Blue Mountains direkt vor der Haustür. Voll von Eukalyptusbäumen und kein einziger Koala, denn die Koalas sind furchtbar wählerisch. Es gibt so 70 Eukalyptussorten und von denen mögen die, glaube ich, zwei oder zweieinhalb und alles andere lassen sie links liegen. Feinschmecker. Ja, irgendwie schon. Und ich meine, sie sind auf Eukalyptus angewiesen, was anderes können sie irgendwie nicht verdauen. Und wenn das nicht die richtige Sorte ist, gehen sie woanders hin. Irre. Das Land wäre natürlich noch toller, wenn es ein bisschen näher an Europa dran wäre. Das ist das Schöne, dass es so weit weg ist von Europa eigentlich. Nicht? Ja, schon, nein, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es schön hier, ich würde auch gerne bald wiederkommen, aber diese Reise. Soll ich dir was sagen? Wenn du zurückfliegst, kommt es ja gar nicht mehr so weit vor. Man gewöhnt sich dran. Also ja, das erste Mal, du kannst nicht rüberfahren einfach, verstehst du? Das stimmt. Ich bin, als ich in versehentlichen Gollen lebte, bin ich immer so nach Holland rübergefahren. Einmal so Kaffee trinken und einkaufen in Maastricht. Das kann man hier nicht machen. Ja, wenn man in Köln lebt, kann man das ja verstehen, dass man raus muss. Muss man. Das war die einzige Möglichkeit, Köln zu überleben. Natürlich. Aber du fährst von hier, wenn du nach Neuseeland willst, euren nächsten Nachbar, oder 3 Stunden oder sowas? Ne? Kommt hin. Flug von 3 Stunden. Und wenn man nach Perth fliegt, was noch Inlandsflug ist, dann braucht man auch 4-5 Stunden. Also, ja. Ja. Aber die Dimensionen sind gewaltig, man macht sich das gar nicht klar. Obwohl eigentlich die Städte sind überschaubar. Melbourne ist überschaubar, Sydney ist überschaubar. Das sind nicht so gigantische Städte wie New York oder Los Angeles. Vertue dich mal nicht. Ja? Also Sydney hat so Nord-Süd-Ausdehnung, je nachdem, was man reinrechnet, so um die 80 bis 100 Kilometer. Das ist schon eine ziemlich große Stadt. Wir haben eigentlich die doppelte Fläche von London und der Hälfte der Bevölkerung. Das ist schon eine riesig ausgedehnte Stadt. Wenn man von Sydney nach Canberra fährt, dann
braucht man irgendwie für die Strecke 3,5 Stunden. Man braucht aber die ersten 1,5 Stunden, um aus der Stadt rauszukommen. Ah, okay, dann täuscht das. Weil die Innenstädte sind zumindest überschaubar. Ach, die Innenstadt von Sydney ist selber schaubar. Es liegt aber ein bisschen daran, dass Sydney sowieso eine Stadt von lauter Vororten ist, von Suburbs. Und so viel findet dann in der Innenstadt eigentlich nicht statt. Es gibt einen berühmten Strand hier. Wie heißt der denn? Es gibt also mindestens zwei berühmte Strände. Es ist Bondi Beach und es gibt Manly. Bondi Beach, aber ja. Wir haben insgesamt, ich glaube, so um die 70 oder 80 Strände. Und die besten sind eigentlich nicht die bekannten. Das sind da, wo die Locals hingehen, da können wir wirklich mal in Ruhe schwimmen. Also ich habe heute was auf Yahoo oder irgendwo gefunden. Die Auflistung der 10 besten Strände der Welt. Mhm. Und da ist Miami dabei und irgendwas in Hawaii. Da ist Bondi Beach. Und Nummer 9 ist Tel Aviv. Ich dachte, Timmendorfer Strand. Ich halte Bondi Beach übrigens für absolut überbewertet. Ja? Die Leute waren noch nicht in Manly. Wirklich? Manly ist schöner. Mädelmäßig? Erstmal hat man eine schöne Überfahrt. Wenn man mit der Fähre nach Manly fährt, das ist wunderbar. Das haben wir auch gemacht. Ja. Und ansonsten sieht man da viel mehr Locals. Bondi ist einfach so ein Celebrity- und Tourist-überlaufener Strand. Das ist in Manly viel besser. Mhm. Es ist schon zu spät. Gleich geht die Sonne runter. Tja. Mhm. Ich bin ja gestern stundenlang durch die Innenstadt gelaufen. Und am Ende dachte ich wirklich, das ist Europa mit Asien. Und es werden immer mehr. Ja, ist ja gut so. Ja, aber es sieht wirklich immer noch sehr europäisch aus. Wir haben hier den Botanischen Garten mit lauter griechischen Statuen. Ja. Wir haben hier die New South Wales Public Library mit griechischen Säulen. Ja. Das sieht alles sehr, sehr europäisch aus. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt hier inzwischen so Imbissstuben mit Tee. Da kriegst du 50 verschiedene Teesorten. Das ist großartig. Prima, obwohl für mich wären eigentlich so Cappuccino-Boden viel besser. Gibt's auch. Ja, ja. Gibt's auch. Nein, es gibt guten Tee, es gibt guten Kaffee. Ja. Man kann ja gut essen gehen. Es ist wirklich ein schönes Land. Und dann, Sarah, could you turn the camera to the right, please? Yes, and stop it at the two guys. Stop it. And now you can turn back to us. Ist das etwas, was man hier öfter sieht? Was? Du hast es nicht gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Zwei Jungs Händchen halten. Und ja, die sind wahrscheinlich auf dem Weg zur Oxford Street, das ist das Schulzentrum hier. Da waren wir neulich. Da waren wir. Ja. Aber das ist okay. Das war das mit dem Schulenverkäufer. Ja, da muss man sich irgendwie... Wo wir für ein Paar gehalten wurden. Ich habe gedacht, die halten uns für Vater und Sohn. Paar ist nicht ganz so schlimm. Naja. Ja. Nein, das ist okay so hier. Ja? Das ist so socially accepted. Ja, klar. Toll. Warum nicht? Nein, es ist halt, verstehst du so... Selbst nur weil das aussieht wie das alte Europa? Ja, genau. Ja. Aber es gibt hier keine Same-Sex-Marriage. Nein, die gibt es nicht. Und da hat auch die Premierministerin jetzt im Wahlkampf gesagt, dass es das mit ihr nicht geben wird. Wirklich? Ja. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss irgendwie die konservative Klientel bedienen. Ja, aber trotzdem ist es relativ liberal, nicht? Es ist sehr liberal. Ja. Ich habe gestern ein paar Sexshops gesehen, die heißen hier Adult Bookstores. Restricted Premises. Restricted Premises. Und es ist kein einziges Sexshop zur Ebene Erde. Da muss man so eine wahnsinnig steile Treppe hoch, die natürlich... Weil Kinder keine Treppen gehen. Genau, nein, ja. Kinder und alte Leute. Also ich wäre da gerne mal hochgegangen, aber die Treppe war mir zu steil. Selbst in Holland gibt es kaum noch steile Treppen. Die sind alle sehr diskret zur Seite gedrängt. Weißt nicht? Du, die sagen dir im Prinzip, wenn die Treppe für dich zu steil ist, wirst du auch für Sex nicht mehr gemacht. Vielen Dank. Ist das nicht, nein. Ist das nicht ein reiner Biologismus? Das tut mir leid, ich bin absolut ageist und sexist. Ja, aber es gibt nicht viele solche Läden. Gibt es ein Rotlichtdistrikt hier? Gibt es. Echt? Ja. Da hast du mich nicht hingeführt. Hast du mich gefragt? Du, das versteht sich von alleine, da muss ich nicht fragen. Das ist King's Cross, aber es ist sehr harmlos. Ja? Was heißt harmlos? Also wenn du auf St. Pauli warst, hast du mehr gesehen. Ja. Also, ja, also auch alles so ein bisschen dezenter hier. Ja. Was hier aber hypertroph ist, dieser Gummibaum, den wir gerade gesehen haben, der sah aus wie irgendwie 5 gebündelte deutsche Eichen. Und mit Gummibaum habe ich mal so ein Ding verknüpft. Was man bei Ikea bekommt, ne? Genau, ja, das genau. Steht hinterm Sofa zwischen Telefon und Beistellschreck. Richtig. Das ist ja eine Riesenmolli, du hast vollkommen. Die gibt es aber hier eigentlich selten. Also die gibt es im Botanischen Garten, die gibt es mehr, wenn man die Küste rauffährt nach Queensland, in den Tropen in Australien. Da hat man diese riesigen Bäume und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also ich war immer von Inseln fasziniert und ich war auch deswegen gerne nach Island, weil es eine Insel ist und Australien ist ja auch eine Insel. Man kriegt ja keinen Inselkoller, oder? Dafür ist es zu groß. Ja. Nee, es ist so riesig groß, man kann wirklich stundenlang landeinwärts fahren, man hat nicht das Gefühl, dass man auf einer Insel ist, es ist ein Kontinent. Ja, aber trotzdem, es ist auch relativ einfach zu überwachen, das macht nicht. Einfach, weil, ich meine, so wie die Leute hier ins Land kommen, das ist ja... Ihr habt ja das Glück, ihr habt keine Nachbarn. Nee, nur Seeländer, aber die stören nicht weiter. Ja. Nein, aber es ist keine Insel? Doch, es ist eine Insel.
Es ist ein Kontinent wie eine Insel, oder? Es ist ein Kontinent mit lauter kleinen Inselstädten. Ja. Ja. Also ich finde es sehr eindrucksvoll. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, ob ich begeistert bin oder es mir nur gefällt, aber ich glaube, es ist okay. Prima. Du bist auf jeden Fall herzlich wieder willkommen, wenn du kommen möchtest. Aber nur Business Class. Würde helfen. Okay, gut, danke.